Almanya'nın Mölln kentinde 20 yıl önce ırkçılar tarafından yakılarak katledilen Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz törenle anıldı. Değerli izleyicilerimiz, 20 yıl önce burada vahşice öldürülen 3 vatandaşımızın anısına birazdan anma törenleri düzenlenecek. Ve bu evin önünde düzenlenen törenlerde hem Arslan ailesi hem de devletimizin işte büyükelçi, başkonsolos ve Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanı buraya gelerek çelenk bırakacaklar. Ve 20 yıl önce yakılarak öldürülen Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz'a mezar olan bu evin önünde yapılacak anma törenleriyle Almanya'daki ırkçılık bir kez daha lanetlenecek. Fatih Camii önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, vatandaşlarımızın yakılarak öldürüldüğü evin önüne kadar yürüyerek çiçek ve çelenk bıraktı. Törene Berlin Büyükelçimiz Hüseyin Avni Karslanoğlu ve Hamburg Başkonsolosumuz Devrim Öztürk, Schleswig-Holstein Eyalet Başkanı Thorsten Albig, Eyalet Meclis Başkanı Klaus Schille, Almanya Türk Toplumu Başkanı Kenan Kolat ve Mölln Belediye Başkanı Jan Wiggers katılarak Bahide Yılmaz evinin önüne birer çelenk bıraktılar. Yangından ağır yaralı kurtulan ama aile fertlerini kaybeden Havva Arslan'sa çocukları ve eşine yaslanarak onlardan güç almaya çalıştı. Ben buradayım, ben varken bir şey olmaz size. Irkçılığı kınayan kalabalık daha sonra büyük bir salonda düzenlenen etkinliğe katıldı. Salonda ev sahibi olarak ilk konuşmayı Mölln Belediye Başkanı Jan Wiggers yaparak bu utanç verici olay hepimizi derinden sarsmıştır. Irkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele bugün de olduğu gibi gelecekte de en önemli görevlerimizden biri olmalıdır dedi. Deshalb sind wir alle gehalten uns nachdrücklich dafür einzusetzen, dass sich sowas nie wieder ereignen darf, wiederholen darf in unserem Land. Und wir müssen vor allem auch wachsam sein gegenüber rechtsextremistischen Umtrieben. Wir müssen sie auch benennen, wenn sie uns begegnen, und wir müssen sich ihnen mutig entgegenstellen. Gerade weil wir im Jahr 1992 so unmittelbar von diesen schändlichen Brandanschlägen betroffen waren, sehen wir es in Mölln als unsere Verpflichtung an, uns für eine friedliche, für eine weltoffene, für eine tolerante und demokratische Gesellschaft einzusetzen. Ailesinin üç ferdini kaybeden Faruk Arslan, ölen ailesinin isminin yanan evin yakınındaki sokağa verilmesini istedi. Lasst uns bitte sowas nicht zur Vergessenheit kommen. Obwohl ich mich noch, was ich eigentlich noch loswerden möchte. Am Freitag hatten wir die Demo. Das ist sowas von toll gelaufen. Ich war wirklich sowas von begeistert. Ich kann das gar nicht wörtlich erklären. Berlin Büyükelçimiz Hüseyin Avni Karslanoğlu, göçmenlerin Alman devletine olan güveninin yeniden kazanılması gerektiğini söyledi. Meine Damen und Herren, bei diesen Anschlägen, die wir vor 20 Jahren erlebten, ist das wichtigste Menschenrecht, das Recht aufs Leben, verletzt worden. Drei Menschen wurden von rechtsextremen Mördern auf grauenvolle Art und Weise dieses Rechts beraubt. Über Jahre fand diese menschenverachtende Gesinnung von Rechtsradikalen auf entsetzliche Weise seinen Ausdruck in Übergriffen sowie in Schwandorf, Solingen, Zeitschriften und anderen Orten. Die letzten Opfer, von denen wir wissen, sind erwiesenermaßen die 10 Menschen, die in den Jahren 2000 und 2007 von der Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund auf brutale Weise ermordet worden sind, unter ihnen 8 Türken. Der Schmerz um unsere Landsleute, die durch rassistische Angriffe in Mölln wie auch an anderen Orten in Deutschland ums Leben gekommen sind, bleibt unvergessen. Diese Vorfälle schmerzen uns heute noch. Dann fortsetzen wollen, müssen wir uns stark machen. Nur auf diesem gemeinsamen Weg können wir die Traumas von Möll, von Solingen sowie den NSU-Morden überwinden. Ich verneige mich noch einmal in Ehrenbietung vor den kostbaren Erinnerungen an Bahide Arslan, Yeliz Arslan und
einschicken muss. Möge Gott sich ihrem erbarmen. Allah rahmet eylesin. Schleswig-Holstein Eyalet Başkanı Thorsten Albig ise bizler ırkçılardan daha fazla ve daha güçlüyüz. Her zaman onların karşısında olacağız dedi. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ist das Erinnern die wichtigste Voraussetzung, um solchen Taten einen demokratischen, einen solidarischen Schutzschild entgegenhalten zu können. Die wichtigste Voraussetzung, diesen barbarischen Anschlägen auf die Menschlichkeit für alle Zeit unsere Trauer, unsere Wut und unsere Entschlossenheit entgegenstellen zu können. Almanya Türk Toplumu Başkanı Kenan Kolat, sorunun adı ırkçılıktır ve bunu açıkça konuşmadığımız sürece sorunu çözemeyiz dedi. Ich denke, es ist eine heute schöne, traurige, aber auch schöne Atmosphäre, dass so viele Menschen unterschiedlicher Herkunft heute dabei sind, mit uns, mit der Familie, dass wir die Familie nicht alleine lassen. Ist eine Solidarität, ist eine wichtige Solidarität. Das ist notwendig. Deswegen danke ich allen, uns allen.